Teddy Ursa ist ein Pokémon mit dem Typ Normal. Er existiert seit der zweiten Spielgeneration, kann sich zu Ursa Ring weiterentwickeln, das sich dann seit Pokémon Legenden Arceus wiederum zu Ursa Luna weiterentwickeln kann. Teddy Ursa ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das einem jungen Bären ähnelt. Es ist hauptsächlich hellbraun gefärbt, seine Schnauze ist beigefarben und eine Mondsichel auf der Stirn ist etwas heller gefärbt. Es besitzt zudem zwei schwarze Knopfaugen und eine schwarze Nase im Gesicht und die Innenohren sind ebenfalls schwarz gefärbt. An Füßen und Händen hat es weiße Krallen und hinten einen dichten runden Schwanz und in seiner Shiny-Form ist sein Fell hellgrün gefärbt. Sein Hauptattackenrepertoire besteht aus Angriffen seines Normaltyps wie Schlitzer, Schnarcher und Fuchtler. Besondere Attacken sind zudem Schlecker vom Geisttyp und Schleuder vom Typ Unlicht. Auch nutzt es wenige Statusattacken, unter anderem vom Feen-Typ mit Kulleraugen und Charme oder vom Psychotypen mit Erholung. Eine seiner Fähigkeiten ist Mitnahme, dadurch kann es einmalig ein Item verwenden, das das gegnerische Pokémon bereits verbraucht hat. Die Fähigkeit Rasanz erhöht die Initiative bei Statusproblemen und die versteckte Fähigkeit ist Honigmaul. Die Fähigkeit hat im Kampf zwar keinen Effekt, außerhalb des Kampfes sammelt es aber gelegentlich Honig auf. Es bevorzugt Höhlen als Lebensraum oder hält sich in der Nähe auf, beispielsweise auf Route 45, die in der Nähe der Dunkelhöhle liegt. Es gilt als ausgemachtes Schleckermaul, das ständig auf der Suche nach süßem Honig ist, den es dann naschen kann. Wird es fündig, beginnt es, seine Mondsichelmuster zu leuchten. Teddy Ursa stiehlt die Vorräte von Wadribi und schert sich nicht um dessen Wohl. Es kann aber auch selbst Honig herstellen, indem es Früchte, die Bibor gesammelt hat, mit Pollen bestreicht. Dann taucht es seine Pfoten tief hinein und lässt sein Fell sich damit vollsaugen, damit es immer Honig dabei haben kann. Man sagt, dass jedes Teddy Ursa dabei verschiedene Geschmacksrichtungen erschaffe. Steht der Winter an, hortet Teddy Ursa Nahrung in verschiedenen Verstecken als Vorrat. Dabei stellt Teddy Ursa den ersten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es kann sich dabei zu Ursa Ring weiterentwickeln, das sich seit Pokémon Legenden Arceus wiederum zu Ursa Luna weiterentwickeln kann. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Teddy Ursa zu Ursa Ring beim Erreichen von Level 30 ausgelöst und von Ursa Ring zu Ursa Luna durch den Einsatz eines Torfblocks bei Vollmond. Und mit seinem Typen Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.